Ein Mann zerrt seine Frau in den Lift. Keine 20 Minuten später entsorgt er ihre Leiche. Der Fall rüttelt Brasilien wach. Ein Video, das die letzten Minuten eine Ehefrau vor ihrem Tod zeigt, schockierte ganz Brasilien. Zuerst sehen wir die Straße, wie sie vor der Eingangstür des Gebäudes aus gesehen wird und ein stehendes weißes Fahrzeug mit einem Mann und einer Frau darin. Bei näherer Betrachtung scheint es, dass der Mann die Frau daran hindert, aus dem Auto auszusteigen. Und obwohl die Details verdeckt sind, sind ihre Bewegungen zunehmend unruhig. Der Mann steigt aus dem Auto und packt die Frau am Hals. Sie kämpft sich frei und versteckt sich hinter einer der Säulen. Als er ihr Versteck entdeckt, rennt sie davon. Als die junge Frau versucht zu fliehen, zwingt er sie, mit ihm in den Lift zu steigen. Dort gehen die Misshandlungen weiter. Das Paar fährt in seine Wohnung im 5. Stock. Schnitt zum Aufzug, später am Abend, ca. 20 Minuten später. Der Mann hält den blutenden Körper seiner Frau, nachdem er ihn vom Bürgersteig geholt hat, wo er gelandet ist. Nachdem er vom Balkon ihrer Wohnung im 5. Stock gefallen war. Nachdem er die Leiche zurück in ihre Wohnung gebracht hat, kehrt er zum Aufzug zurück und säubert das Blut. Die Ausstrahlung dieser Szenen im brasilianischen Fernsehen löste eine nationale Debatte über häusliche Gewalt und die Verwundbarkeit von Frauen in einem Land aus, das es vorzieht, ein Auge zuzudrücken. Trotz Fortschritten in den letzten Jahren können Frauen in Brasilien weder von ihren Nachbarn noch von den Behörden viel Unterstützung erwarten, wenn sie sich in ihrer eigenen Wohnung gefährdet fühlen. Mit der fünfthöchsten Frauenmordrate der Welt ist es in Brasilien üblich, die Nase aus den Eheangelegenheiten anderer herauszuhalten. Laut der NGO haben Morde dieser Art nun einen neuen Rekord erreicht und sind von 812 Todesfällen im Jahr 2016 auf 1133 im vergangenen Jahr gestiegen. Die Nachbarn von Tatjana und Louis Philippe geben zu, laute Stimmen gehört und ein Auge zugedrückt zu haben. Die Videosequenzen der Überwachungskameras wurden im brasilianischen Fernsehen ausgestrahlt. Doch was in dem Video nicht zu sehen ist, in der Wohnung des Paares gingen die Misshandlungen weiter. Nachbarn berichten, sie hätten die Frau um Hilfe schreien gehört. Der Ehemann versucht später, die Blutflecken im Lift wegzuwischen. Kurz bevor die Polizei eintrifft, flieht er in seinem Auto. Die Tragödie, die sich auf dem Video abspielt, zeigt den 32-jährigen Biologieprofessor Louis und seine Frau, die 29-jährige Anwältin Tatjana Spitzner, in einer hoch aufgeladenen Situation. Mavallier wurde später festgenommen. Er bestreitet, seine Frau ermordet zu haben und behauptet, sie habe sich vom Balkon gestürzt. Die Leiche hatte er am Straßenrand abgelegt. In der Zwischenzeit haben Tatjanas Schwester und mehrere ihrer Freunde über Louis frühere Aggressionen gegenüber seiner Frau und ihr eigenes mangelndes Eingreifen gesprochen. 5 Jahre waren Spitzner und Mavallier verheiratet. Nie hatte es Beschwerden gegen den Ehemann gegeben. Eine Freundin des Opfers will jedoch wiederholt Verletzungen an den Armen der Ehefrau registriert haben. Zudem habe Spitzner ihr einmal eine WhatsApp-Nachricht geschickt, in der sie ihr offenbart habe, dass ihr Mann sie auf den Tod hasse. Louis Philippe wurde nach einem 7-tägigen Prozess wegen Totschlags und Justizbehinderung zu 31 Jahren, 9 Monaten und 18 Tagen Haft verurteilt. Zeugen sagten, dass sie Frau Spitzner in einer Blutlache auf dem Bürgersteig unter dem Balkon des Paares im 4. Stock liegen sahen und Mavallier anschließend ihren Körper zurück in ihr Wohnhaus zog. Der damals 32-jährige Biologieprofessor wurde Stunden später nach einem Verkehrsunfall mehr als 320 Kilometer vom Tatort entfernt festgenommen. Er sagte der Polizei, die glaubte, er habe versucht, nach Paraguay zu fliehen, seine Frau sei in den Tod gesprungen. Die am Leichnam der 29-jährigen Anwältin durchgeführte Autopsie ergab jedoch als Todesursache eine mechanische Erstickung.
Aufnahmen von Überwachungskameras, die im Wohnhaus des Paares aufgenommen wurden, zeigten auch, wie Frau Spitzner versuchte, vor ihrem Ehemann in der Garage davonzulaufen und der Professor seine Frau im Aufzug festhielt, kurz bevor das Verbrechen stattfand. Mavaillé wurde in Sicherungsverwahrung genommen und verbrachte seitdem 2 Jahre und 9 Monate in einem Gefängnis. Der Richter Adriano Scusiato Enk forderte den Angeklagten außerdem auf, eine Entschädigung an die Eltern des Opfers zu zahlen. Der Anwalt der Familie des Opfers, Gustavo Scandellari, sagte, er betrachte das Urteil als Meilenstein im Kampf gegen Frauenmorde. Es hatte Jahre gedauert, bis der Prozess fortgesetzt wurde, da er aufgrund von Berufungen des Anwalts des Verdächtigen und Komplikationen aufgrund der Covid-19-Pandemie mehrfach verschoben worden war. Die Jury bestand aus 7 Männern. Unter den 30 Personen, die zur Teilnahme an der Auslosung vorgeladen wurden, wurden 4 Frauen ausgelost, die jedoch auf Antrag der Verteidigung des Angeklagten entlassen wurden. Mavaillés Verhör dauerte über 11 Stunden. Bevor er begann, die Fragen des Richters zu beantworten, wandte er sich an seine und Tatianes Familie und entschuldigte sich. Danach erinnerte sich Mavaillé an Momente vor dem Sturz in der Wohnung und sagte, er habe Tatiana gesehen, die sich mit ihren Händen am Balkongeländer festhielt. Staatsanwalt Pedro Papais sagte, er sei von Mavaillés Schuld überzeugt. Mavaillé wurde auch wegen Verfahrensbetrugs verurteilt. Mavaillés Anwalt Claudio Della Donna hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Aufschrei auf Twitter. In den sozialen Medien ist der Fall ein großes Thema. Luana Spitzner, die Schwester der Getöteten, hat eine Instagram-Seite namens Todos por Tatiana, Deutsch Alle für Tatiana, ins Leben gerufen, der inzwischen mehr als 57.000 Menschen folgten. Auf Twitter fordern viele Brasilianer unter den Hashtags die Gesellschaft auf, sich einzumischen, wenn sie häusliche Gewalt wahrnehmen. Nur 1/4 aller betroffenen Brasilianerinnen melden Vorfälle von Gewalt der Polizei, wie die Times schreibt. Zudem hat das Land weltweit die 7. höchste Mordrate an Frauen. Gemäß der Map of Violence von 2012 kommen auf 100.000 Frauen 4,4 Morde. Die uns zur Verfügung stehenden Gesetze und Rechtsinstrumente sind an sich sehr gut, aber nicht sinnvoll, da sie keinen Schutz vor Femiziden bieten, sagt die Politikwissenschaftlerin Iona Szabo. Frühere Verhaltensweisen und Aggressionen, zuerst verbal und dann körperlich, die Besuche im Gesundheitszentrum, all dies sollte registriert und berücksichtigt werden. Es reicht nicht aus, nur das zu verfolgen, was der Polizei gemeldet wird. Der beste Weg, diese Art von gewalttätigem Verhalten zu erkennen und zu stoppen, besteht darin, es offen anzusprechen, wenn es zum ersten Mal auftritt, sagt Szabo. Femizid ist das Ende eines Kreislaufs von Gewalt, kein isolierter Vorfall, und es ist wichtig, das zu verstehen, weil wir es vermeiden können, aber wir tun es nicht. Ja, ein sehr krasser Fall. Ich danke dir fürs Zuhören und interessiert mich, was du dazu zu sagen hast. Schreib es mir in die Kommentare. Bis bald.